Also die Boots, die du da hast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Und hat einen echt schlechten Style. Kathi, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das geht nicht, Kathi. Hey Leute, was geht? Jetzt willkommen zu einem neuen Video bei dem Bildet-Mir-Kanal. Ganz genau. Und wir reagieren heute auf unsere allererste Klassenzimmerfolge. Richtig. Ist eine Weile her, ne? Cool. Ich glaube so ungefähr, wie lange ist das her? Ein Jahr. Mindestens, genau. Ich glaube so anderthalb Jahre. Ich glaube so eher anderthalb Jahre. Ja. Und es wird wirklich mega lustig, weil wir haben halt so viele Folgen da gedreht. So, ne? Und ich glaube, das könnte echt ganz interessant sein. Wir hoffen, für euch ist es auch interessant. Los geht's. Ja, let's go. Da sieht auch schon den wunderschönen Paul. Ich wollte gerade sagen, den wunderschönen, das muss ja Justus sein. Den sehe ich aber noch gar nicht. Der kommt gleich jetzt. Komm. Habt ihr eigentlich die neue Lehrerin gesehen? Ich glaube, sie kommt aus Österreich. Jedenfalls klingt ihr Dialekt so. Ah, Paul. Erstens. Sie ist eine Schweizerin und keine Österreicherin. Und zweitens, kennst du überhaupt den Unterschied zwischen einem Dialekt und einem Akzent? Aber deine Stimme war noch nicht so, wie sie... Nee, die ist nicht so. Nein. Mach am Anfang noch ein bisschen tiefer. Freunde, warte mal, kurz kleiner Funfact. Da ihr gerade Justus und Paul seht, wusstet ihr, dass ursprünglich die Rollen anders geplant waren? Sprich, ich habe die Serie vorbereitet und ich hatte geplant gehabt, dass... ich Justus bin und du bist Paul. Und jetzt können wir uns mal fragen, warum hat er sich dann bloß umentschieden, dass er nicht mehr die Justus-Rolle spielt? Denn sie hat nur einen schweizerischen Akzent, denn sie spricht immer noch ein perfektes Hochdeutsch. Akzent, Dialekt ist doch dasselbe. Jedenfalls überlege ich schon, wie ich sie pranken kann. So als Art Willkommensbegrüßung. Oh, die sollen sich mal beeilen mit dieser Notenvergabe. Ich will nach Hause. Heute kommt die neue Kollektion von meiner Lieblingsmarke in den Online-Shop. Juckt doch niemanden, Lisa. Der Bildschirm wird dunkel. Ich bin überhaupt hierher gekommen. Ich hätte jetzt auch einfach noch in meinem Bett liegen können. Ganz ehrlich, mir macht es gerade richtig Spaß. Und ich muss auch sagen, wie gut bearbeitet ist bitte schön die erste Folge. Klar, alle unsere Videos sind gut bearbeitet, aber richtig. Einmal das Bild so ein bisschen dunkler geworden. Wie gut ist diese Folge bearbeitet? Ja, man darf auch mal Props geben. Ob sie hier ist oder zu Hause bleibt. Ihre Auffassungsgabe die ist sowieso nur eine Sekunde lang. Der war gut. Mhm. Und mein Aggressionspotenzial steigt, umso länger ich dich reden höre. Ah, guck mal. Guck mal, wie sieht der Lippenstift aus? Furchtbar. Hast du es schon mal mit schwarzem Lippenstift versucht? Nein. Vor allem, sie hat immer selben schwarzen Lippenstift und sagt dann so, hast du es mal mit schwarzem Lippenstift versucht? Ehrlich. Ey, ganz ehrlich, aber bis jetzt muss ich sagen, es macht richtig Spaß, es anzugucken wieder. Ja, wir machen jetzt einen Kinoabend draus. Ja. Wir gucken jetzt die gesamte erste Staffel. Das sieht aus wie ein Kaugummi. Nicht schon wieder. Jetzt lass das doch. Da haben wir das aber noch nicht so gefaked, dass der Papierzettel dann so gegen den Kopf fliegt. Ja, aber wisst ihr auch warum? Weil dann ja immer verfehlt das. Ja, ey, wir haben zehn Versuche gemacht, jetzt immer nicht gepackt zu werfen. Immer so. Sonst geh ich zur Schulleiterin. Geh doch. Ashley, jetzt komm, jetzt lass das mal. Der Streitschlichter. Der streitschlichtende Boss ist mein Freund. Nur ich darf so mit ihm umgehen. Übrigens, was glaubt ihr eigentlich? Was für Noten kriegt ihr so? Ich heiße übrigens Justus. Und ich glaube, bei den Noten bekomme ich eine... Boah, halt doch jetzt mal den Rand, Justus. Du kriegst eh überall eine 1. Oh. Kein Bock mehr. Was machst du hier überhaupt? Ich mache ein neues Foto für meinen Instagram-Channel. Oh. Was war das für ein random Sound? Oh. Naja, mach du deine Fotos für Instagram. Damit ich nicht so ende, hoffe ich einfach, dass ich weiterkomme. Oh ja, die sollen echt mal weiterkommen mit dieser Notenvergabe. Ich habe keine Zeit. Ich will mir heute noch Locken machen. Pass du mal lieber auf, dass du einen Lockenwickler nicht zu heiß hinstellst. Ey, Paul, machst du dir eigentlich Sorgen? Du bist doch jetzt schon zum zweiten oder zum dritten oder zum vierten Mal sitzen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr. Sorgen? Einfach so der Schüler, der so doppelt so alt ist wie alle anderen, weil er so zehnmal sitzen geblieben ist. Ich sehe aber gar nicht so alt aus. Ach, ich? Ich bin der Spitzensportler hier auf der Schule. Du, habt ihr neulich gesehen, als ich zum Volley angesetzt habe? Aus 40 Metern. Der Torwart hat damit niemals gerechnet. Gerechnet? Du hast was gerechnet? Du sag mal, apropos, wie hast du eigentlich die letzte Mathearbeit so geschafft ohne Taschenrechner? Hm? Ach, das wird schon. Herr Fröhlich, der bringt jeden durch Schuljahr. Ich muss mir einfach nur eine traurige Geschichte überlegen. Und dann bringt er mich wie jedes Jahr ganz entspannt durch Schuljahr. Naja, Paul,
Also wir stehen kurz vor dem Schuljahresende. Und wie ob das du aussahst! Ja, komm, mach weiter. Nicht so klappt, wie du dir das vorstellst. Ich glaube nicht. Ach komm! Hey! Ende? Ist die Stunde endlich zu Ende? Können wir nach Hause? Ich will mir die Locken machen und gleich kommt diese Kollektion da online. Wie sieht's bei dir eigentlich aus? Machst du dir gar keine Sorgen? Weil bei dir ist ja auch nichts anderes als Knete und teure Designerklamotten im Kopf. Ey, hör mal auf! Also, du solltest dir vielleicht mal Gedanken um deine Klamotten machen. Also, die Boots, die du da hast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Gabla! Ja, ich fand's lustig. Ja. Einmal wie so eine Ratte lacht. Einmal zurück. Machen. Also die Boots, die du da anhast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Also ich muss schon sagen, Lisa, ne? Der Spruch, der war ja mal gut. Junge! Ja, so lacht Justus halt. Größtes Kind in ganz Europa. Junge! Ja, zumindest habe ich das extra gemacht, weil es zur Rolle gepasst hat. Kennt ihr so Leute, die so wirklich so lachen? So? Das bin ich. Nein. Ja, eigentlich schon. Macht richtig Spaß, war ganz cool. Ach man, jetzt lass das doch! Man merkt wirklich, jede Aufnahme, wo der Übergang nicht ist, also wo der Zettel nicht bei mir ankommt, das lag wirklich daran, weil Daniel wirklich 20 Mal nicht richtig getroffen hat. Ja. Kurz als Info. Nicht nur 20, 40 Mal. Ach. Übrigens, ich hatte das schon fast vergessen. Neue Lehrerin, wie pranken wir sie? Mülleimer über der Tür oder denken wir uns lustige Namen aus? Paul, wenn du das tust, dann kannst du dafür ins Gefängnis kommen. Das ist Körperverletzung. Und außerdem fühle ich mich dazu verpflichtet, das zu melden, wenn du was tust. Ja, okay. Dann ein anderer Prank. Wie wäre es damit, wenn ich Reißnadel und auf ihrem Stuhl legen würde? Ey, Paul, ganz ehrlich, ich stimme diesem Justus auch echt nur sehr ungern zu. Aber wenn du weißt, so... Weißt du, was richtig unangenehm ist? Nee. Warum spiele ich extra schlecht? Weil ich immer merke, bei mir, bei diesen Spielen so... Ey, Mann, und dann mache ich das und dann tue ich das. So, ne? Du mal jetzt nicht so, als ob du besser schauspielern könntest. Ja, gut, aber... Du, da sind wir schon alle so schlecht, wie wir halt sind. Prank machst, dann fliegst du definitiv von der Schule. Dann bringt's auch nichts mehr, wenn du vorher fröhlich ein bisschen rumjammerst und heulst, wie schlimm dein Leben ist. Ja, okay, dann denken wir uns halt falsche Namen aus. Ich nenne mich Franz Beckenbauer. Also, mal davon abgesehen, dass dieser Streich ziemlich undurchdacht ist, bitte, weil alle unsere Namen im Klassenbuch stehen, ist Franz Beckenbauer eine deutsche Fußball-Koryphäe. Ah! Dann nenne ich mich Gerd Müller. Die einzige Koryphäe, die ich kenne, ist Kylie Jenner. Ich finde ihre neue Kollektion so fancy. Wer ist eigentlich eure Lieblingsschwester von den Kardashians? Lisa, ich bitte dich, denkst du wirklich, wir kennen uns mit den Kardashians? Chloe Kardashian, auf jeden Fall. Oha, das habe ich ganz vergessen. Wow, was ist das denn? Woher kennst du dich denn bitte mit den Kardashians aus? Ich dachte, die einzigen Personen, die du kennst, sind Einstein und Bertolt Brecht. Warum kennt Justus denn die Kardashians? Vielleicht sollte ich das nicht mehr weitergucken, sonst werde ich nachher noch zu Justus und er hat einen echt schlechten Style. Jetzt unterhalten die sich. Kathi, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das geht nicht, Kathi. Ich echt über die Kardashians. Ja, Mann, die sind total toll. Auf jeden Fall. Du, überleg du dir du mal... Du hast keine Ahnung. Überlegt ihr euch noch was anderes? Das ist auch so geil, was da einfach so die Lines sind, mit denen man sich frontet. Du bist blöd. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung! Deine Klamotten sehen aus wie von meiner Oma. Meiner Oma! Komischen, falschen Namen-Prank kannst du dir echt sparen. Ja, gut, okay. Lisa, was machst du denn jetzt da? Wieso tanzt du jetzt im Klassenzimmer so komisch rum? Oh, ein TikTok natürlich! Justus, kannst du vielleicht mal das Licht für mich halten? Ich muss perfekt ausgeleuchtet sein. Ich will meine Follower auf den neuesten Stand bringen. Das Licht rettet dich auch nicht mehr. Oh. TikTok? Du willst doch jetzt nicht irgendein Star werden. Das glaubst du doch selber nicht. Kann eigentlich so ein Muskel... Schreibt mal in die Kommentare, wie oft wir uns selber gefrontet haben. Das ist schon richtig krass in dieser Folge. Ich glaube, Minimum 8 Mal oder so. Ich glaube, der Folge ist wahrscheinlich muss Rekord sein eigentlich. Ja. Da ging es wirklich hin und her. Schreibt mal in die Kommentare, Folge. Freunde. Paket wie ich. Ah, TikTok, wie das machen, wenn ich das eigentlich so ein Muskelpaket wie ich. Star werden, das glaubst du doch selber nicht. Kann eigentlich so ein Muskelpaket wie ich. Das
Das habe ich ja ganz vergessen. Auch TikTok-Videos machen und werde ich dann auch so berühmt? Paul, ich glaube wirklich, jeder Mensch auf dieser Welt kann einen TikTok hochladen. Außer dir. Ich glaube, du kriegst nicht mal das Handy entsperrt, geschweige denn die App runterladen. Noch ein Front. Ja, da waren nur Fronts. Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Ja, Paul, du kannst das. Also da gibt es wirklich viele Bodybuilder und die haben sehr, sehr viele Follower. Also versuch's doch einfach mal. Gute Idee. Ich mach das. Ich werde der erste Bodybuilder auf TikTok. Okay, nicht der erste, aber ich werde der erste berühmte Bodybuilder auf TikTok. Ich mache einfach 300 Liegestütze und ich filme mich dabei. So einfach geht das nicht. Also, du musst erstens mit deinem Video trenden. Erst dann bekommst du die Reichweite. Ach Mann, komm Justus, hör auf zu reden. Der TikTok-Experte. Oh. Weißt du was? Du bist beim ersten Video dabei. Dich benutze ich nämlich als Hantelstange. Stopp dir das Handy. Ich werde jetzt ein paar Übungen machen. Du musst das filmen, okay? Okay. Bereit? Ja, okay. So führt man die Übung richtig aus. Schaut mal, Leute, 250 Kilogramm. Das kann nur ich, das kann nur Paul. 250, sieht man doch. 250. Der Spitzensportler. Oh, mit solchen Leuten gehe ich in die Schule, ne? Ihr seid alle so unreif, das gibt's überhaupt nicht. Liebe Schüler, die Notenkonferenz ist nun beendet. Wir mussten die Konferenz aufgrund von Schwierigkeiten vertagen. Gibt's nur mal euer Verständnis? Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Ich jetzt ja zu meinem Friseurtermin gehen. Oh, mein Nagellack ist noch nass. Oh. Ich bin auch extra gespannt. In die Schule gekommen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen. Nein. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da welche sind. Nein. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir am Anfang vielleicht gar nicht so viele hatten. Aber wir gucken. Nein. Ich gehe mich wieder hinlegen. Ich hoffe auch. Ich habe nichts verstanden, aber ich glaube, wir können gehen. Nein, 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 nein. Das ist ein Schweizer Akzent. Ich hab's gewusst. Was war das denn? Hä? Das war das Ende. Ja, Leute, kommen jetzt die Outtakes? Ja, weißt du warum, René? Weißt du, warum du das am Ende gesagt hast? Weil wir kannten die Lehrerin nicht vorher, weißt du? Deswegen. Und dann hat sie die Durchsage gemacht. Ah, okay. Ah, da sind sie. Sehr gut. Das ist eine Variation der Standardsprache, die nur davon beeinflusst worden ist. Okay, das müssen wir nochmal machen. Okay, aber die Schnelle. Ob sie hier ist oder ob sie zu Hause bleibt, ihre Aufgassung... Aufgassung? und mein Aggressionspotenzial... Aha. Und dein So länger ich dich reden höre. Jetzt geht's los mit den Fehlversuchen. Ja, wirklich. Also die Boots, die du da anhast, die trägt meine Oma sonntags im Garten. Nix gegen meine Boots, Mann. Kann eigentlich so ein Muskelpaket wie ich auch TikTok-Videos machen und werde ich dann auch so berühmt? Das kann ich. Dich benutze ich als Hantelstange für mein erstes Video. Nochmal, ich kann nicht ernst bleiben. Okay. Den René hoch, den Junge, der wiegt über 100 Kilo, Mann. Wow. Auch damals dich schon die benutze ich nämlich als Hantelstange. ein richtig cooles Video. Ja, mega, ey. Macht mega Bock, diese erste Folge nochmal zu gucken, ne? Ja. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich mega Bock, dass wir das nochmal mehr Serien machen. Ja, ich auch. Weil wir haben jetzt einige Serien schon, wo wir die erste Folge. Weil man muss sagen, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, vielleicht hier und da mal. Wir machen uns halt auch so innerhalb von der Crew so ein bisschen lustig über die Serien. So, ne? Über manche ein bisschen mehr, über manche weniger. Ja. So Bubble zum Beispiel ist jetzt ja nicht so cringe, so, ne? Da geht das noch. Aber über manche Serien macht man sich halt schon so viel. Riot! Es wäre so lustig, wenn wir von manchen Serien nochmal die ersten Folgen gucken. Und weißt du, was mein Favorit wäre, wo wir die erste Folge gucken könnten? Clubhouse! Leute, wenn ihr wollt, dass wir das sehen, dann sag's bitte. Dann machen wir es auch. Dann machen wir das. Ja. Wir machen es so oder so auch. Also, ja, 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 ja. Wenn es auch keiner sehen will, wir machen das trotzdem. Video kommt auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.